Hallo, liebe Freunde. Heute möchte ich euch in meinem ersten Screencast kurz vorstellen, wie man Erweiterungen bei Mozilla Firefox installiert, um diesen optimal auf seine Web-Surf-Gewohnheiten abzustimmen bzw. anzupassen. Ich habe dafür auch bei Mozilla Firefox 11.0 mal ein neues Profil angelegt und so startet der Mozilla Firefox Pro. So sieht die Startseite aus, die sich öffnet, wenn Mozilla Firefox frisch installiert ist. Im Prinzip kann man dann sofort loslegen und seine Add-ons installieren. Denn es ist ein Button auf dieser Startseite vorhanden, entdecken Sie Add-ons, da klicke ich jetzt drauf und werde auf die Add-on-Seite von Mozilla.org geleitet. Ich möchte heute meine Top 4 der Erweiterung installieren, das wäre die Alle in Unsichtbar, die Google Shortcuts, DaumTemAll und WebSearch Pro. Auf der Add-on-Seite vom Mozilla Firefox bei Mozilla.org haben wir einen wunderschönen Search-Requester. Dort gebe ich jetzt ein All in ohne Sidebar wollte ich schreiben, aber ich sehe sie schon hier. Da klicke ich jetzt drauf. Hat nicht funktioniert. Nochmal klicken. Jetzt macht das auf. Ich sage zu Firefox hinzufügen. So, nachdem sie installiert ist, das dauert nicht lange, nur ein paar Sekunden, geht nochmal ein Requester auf und da wird nochmal gefragt, ob ich das Ding wirklich installieren will. Es wird nochmal gewarnt. Da ich mir aber sicher bin, dass das alles okay ist, gehe ich auf Jetzt installieren. So, danach bietet er mir sofort an, den Firefox neu zu starten. Das werde ich jetzt bei der ersten Erweiterung mal machen. In Zukunft werde ich dann die anderen drei hintereinander weg installieren und danach erst den Firefox starten. Neu. So, hier haben wir jetzt diese wunderschöne Alle in Unsichtbar, wo ich wirklich der Meinung bin, das Teil braucht man, weil es öffnet sich durch einfachen Klick hier auf die Symbole. Diesmal, ich klicke jetzt mal auf die Lesezeichenliste, die noch leer ist, drauf und da sieht man wunderbar hier drin dann seine Bookmarks bzw. Lesezeichen oder andere sagen auch Favoriten dazu. Standardmäßig ist Mozilla Firefox natürlich als Favorit in Ordner angelegt. Na, da kann man ganz leicht auf die einzelnen Seiten von Firefox gelangen. Zu verschiedenen Hilfen, Anleitungen, wie man Firefox anpasst. Und da ich ihn von Portable Apps installiert habe, ist natürlich auch ein Link von Portable Apps da drin. So. Standardmäßig ist in dieser Seitenleiste, in dieser neuen, auch die Chronik, die Downloads und sehr schön finde ich diese Add-on-Sache hier auch, weil es alles hier dann so drin und da kann man das auch wunderbar drüber schnell konfigurieren und einstellen oder auch deaktivieren seine Add-ons. Es ist auch eine normale Browser-Informationsseite, die nennt sich schon Multipanel. Da kann man nochmal über das dann alles so schön auswählen, was man möchte. Man kann hier die verschiedenen Configs schnell erreichen und auslesen und sich hier drin anzeigen lassen. Naja. Und eine Informationsseite, was das für eine Seite ist und was
die gerade offen ist und was so in ihr alles enthalten ist. Medien kann man sich anzeigen lassen, einzeln. Das ist eine wunderbare Sache auch. So, man kann hier natürlich auch noch mehr Knöpfe hinzufügen, wie überall beim Firefox eigentlich. Na? Zum Beispiel kann man hier jetzt eine Trennlinie drauflegen. Zack. Und dann ist hier eine Trennlinie mit drin. Haben wir noch keine neuen Buttons und so weiter haben, die wichtig sind, würde ich sagen. Ich mache jetzt hier keine weiter dazu. Das sollte bloß mal kurz diese Pauline ohne sie dabei erläutern. Schließen kann man sie mit dem Kreuz oder indem man nochmal auf den Button drückt und man kann sie auch, glaube ich, ganz verstecken. So. Und dann hat man nur diese kleine schmale Leiste wieder. Falls man sich also mal wundert, dass da etwas weg ist, das ist nicht weg. Es ist noch da. So. Ich tue jetzt wieder auf die Installationsseite gehen und installiere weitere Erweiterungen. Und zwar hatte ich ja gesagt, ich tue noch die Google Shortcuts installieren. Was das dann ist, Shortcuts, das werde ich in einem anderen Beitrag noch einmal erläutern. Schade, Sie werden diesmal nicht gleich. Oh ja, hier, Google Shortcuts draufklicken. Und jetzt dann runterladen. Das ist auch eine empfohlene Erweiterung. Also man sieht, dass das wirklich was Gutes ist. Was ich da jetzt installiere. Jetzt installieren. Ja, diesmal wollen wir nicht neu starten, da machen wir bloß zu. So, das machen wir auch zu. Jetzt lade ich noch herunter Downtemal. Downtemal. Hier haben wir es. Wieder nicht richtig geklickt. Entschuldigung. Downtemal. So. Das ist er. Download Manager, wo man wunderbar viele Optionen hat, um seine Downloads zu optimieren, beziehungsweise überhaupt erstmal die Downloads zu optimieren. Denn wenn man große Files runterlädt, einfach ohne Download Manager, dann kann das mitunter eine sehr langwierige Geschichte werden. Und mit dem Download Manager wird das absolut beschleunigt. Ich werde in einem anderen Beitrag nochmal näher darauf eingehen. Aber es sollte, ist wirklich eine Erweiterung, die ich empfehle. Man kann auch bereits auf der Seite hier nachlesen, für was Downtemal gut ist. So. Dann tue ich noch installieren Webserge Pro. Web. Da mir diese normale Suche nie ausreichend war, ich wollte immer mehr Suchmaschinen hinzugefügt haben, diese selber sortieren können und dann anpassen können. Und das alles kann man mit Webserge Pro wunderbar. Vor allen Dingen gibt es dort schon auf der Webserge Pro Seite. Nein. Jetzt haben wir es verpasst. Nochmal zurück. Ich gehe nochmal auf Nochmal vor, war es ja da, Web. Search. Oh, hier ist er. Manchmal klappt es, wenn Sie klicken, nicht so richtig. Was er gesagt mit dem Auswahlrequester, dass da die Links richtig erfasst, der Browser. So. Gehe ich hin zu Firefox hinzufügen. Mit dieses Webserge Pro tut dann diese normale Sache hier die normale Suchrequester ersetzen. Das werden wir dann auch gleich sehen. Wenn ich jetzt nochmal neu starte in Firefox. Ah. Jetzt
Jetzt habe ich es natürlich weggeklickt. Was neu starten. Ja. Irgendwie gar nicht so einfach neu gestartet. Sicher ein Tastaturkursor, aber ich habe es bisher nie gebraucht. Machen wir es so. Jetzt sehen wir natürlich schon die ganzen Erweiterungen, die wir installiert haben. Das ist also die Google Shortcuts. Diesmal als Menübuttons. Die kann man wegmachen. Das ist ganz einfach. Da geht man auf die Einstellung. Hier. Diesen Button. Eine erweiterte Option und sagt, ich möchte keine Toolbar, sondern ich möchte ein Dropdown-Menü. Ich möchte auch, dass das Button-Icon anders aussieht. Das lassen wir so aussehen. So, und mehr mache ich mal jetzt hier nicht. Ich schaue Leute auf dieses Tool später nochmal Einstellungen speichern. So. Wenn einem die Buttons nicht gefallen, wo sie sind, ist es beim Firefox ganz einfach. Rechte Maustaste klicken im Menübereich und auf Anpassen gehen. Öffnet sich ein neuer Requester. Und dann kann man ganz einfach die Buttons anfassen und dorthin schieben, wo man sie hinhaben möchte. Ich schiebe sie jetzt auf diese Seite alle, da mir das hier wirklich besser gefällt auf dieser Seite. Ich möchte keine Buttons auf der linken Seite haben. Der Button will nicht, partout nicht. Er lässt sich schlecht verschieben. Das ist der einzigste erste Button, der sich bei mir hier nicht verschieben lässt. Gut, dann schiebe ich auf jeden Fall den Home-Button hier hin. So, und sage fertig. Hier sehen wir jetzt auch die neue Suchmaschine, also den neuen Suchrequester. Von WebSearch Pro und der ist dann so aufgebaut. Da ist das alles schön sortiert. Im Prinzip schon. Man kann dann, wie gesagt, noch eigene Untermenüs erstellen. Man kann viele Sachen damit machen. Ich möchte das jetzt nicht erläutern. Ich wollte eigentlich nur zeigen heute, wie man installiert und kurz diese vier Tools erläutern. So, hier haben wir Mail, Reader, WebSearch, Maps jetzt drin. Das kann man dann noch völlig durchkonfigurieren, diese Google Shortcuts. Wenn man jetzt hier drauf geht, zum Beispiel auf Mail, dann öffnet sich Google Mail automatisch. Und da ich jetzt nicht angemeldet bin, soll ich mich natürlich erstmal anmelden. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei dem ersten Screencast von mir und ich hoffe, es hat euch gezeigt, wie einfach es ist, doch Erweiterung beim Firefox zu installieren. Danke!